Euch, meine Lieben, ich habe wieder ein neues Rezeptal für euch. Heute wieder was sehr, sehr Gutes. Und zwar ist das ein Rhabarber-Streuselkuchen. Und den habe ich heute mit einem Dinkel-Vollkornmehl gebacken. Ich möchte euch das gerne zeigen für die Österreicher. Also ich mache da bitte keine Werbung, aber es ist jedes Mehl anders. Und dieses Mehl bekommt man wirklich überall und es ist sehr, sehr gut. Also ich nehme generell für diese Art von Kuchen immer nur das, wenn ich Dinkelvollkornmehl nehme. Ja, belegen kann man es natürlich auch mit, also beliebig, mit Äpfeln natürlich oder was auch immer man halt gern hat. Aber Rhabarber passt halt super, besonders jetzt wegen der Saison. Wer das Dinkelvollkornmehl nicht nehmen möchte, in dem Video sage ich das eh, wie ihr das entweder mit hellem Dinkelmehl ersetzen könnt, beziehungsweise mit hellem Weizenmehl. Was ich da noch sagen würde, ich habe diesen Kuchen auch probiert mit Weizenvollkornmehl und der ist, naja, er war auf jeden Fall auch sehr luftig und weich, aber mir hat er nicht geschmeckt und all meinen Gästen leider auch nicht. Also das war mit dem Dinkelvollkorn überhaupt nicht zu vergleichen. Also das muss man wirklich probieren, also, aber ich würde euch eher abraten, nehmt der Dinkelvollkorn anstatt Weizenvollkorn. Wie gesagt, im Video sage ich euch das eh, wenn ihr das anders haben wollt. Und ja, also der lohnt sich auf jeden Fall zum Nachmachen. Es ist so luftig, weich und richtig saftig. Da braucht ihr überhaupt keine Angst zu haben, dass der euch trocken wird. So, jetzt habe ich viel geredet. Jetzt zeige ich euch aber, wie ich den Kuchen gemacht habe. Meine Streusel habe ich hier einmal 100 Gramm Butter. Die war bei mir jetzt ein bisschen draußen. Sie ist nicht ganz weich, aber ein bisschen weich. Das macht das dann ein bisschen einfacher. Und hier gebe ich jetzt dann 50 Gramm, in meinem Fall braunen Zucker, diesen Rohrzucker. Ihr könnt aber bitte noch ganz normalen weißen Kristallzucker nehmen. Und dann gebe ich hier auch noch genau 150 Gramm Dinkelvollkornmehl dazu. Und dann gebe ich noch etwas Zimt dazu, das ist aber optional und wie viel ihr da dazu geben wollt, bleibt auch ganz euch überlassen. Und jetzt werde ich das einfach nur schnell mit den Händen zu Streusel verarbeiten. Könnt ihr natürlich auch mit der Küchenmaschine oder mit dem Handrührgerät, wie auch immer ihr leicht wollt. So sehen dann meine Streusel aus. Was ich vergessen habe zu sagen, ihr könnt hier natürlich auch helles Weizenmehl nehmen. Da könnt ihr auch die gleiche Menge an Mehl nehmen. Wenn ihr jetzt hier kein Vollkornmehl nehmen wollt, natürlich auch helles Dinkelmehl geht natürlich auch in der gleichen Menge. Als nächstes habe ich hier meinen Rhabarber. Ich habe hier um die 700 Gramm. Ihr könnt bitte zwischen 500 bis 700 Gramm, beliebig wie ihr wollt, nehmen. Aber ich rechne immer ein bisschen dazu, weil ich die halt dann schäle und die schieren Teile wegschneide. Aber wie viel ihr darauf gebt, bleibt wirklich ganz euch überlassen. So, und ich mache das dann einfach immer so. Das werden eh die meisten kennen, aber es gibt auch einige sicherlich, die mit Rhabarber vielleicht noch nie was gemacht haben. Da wird einfach nur hier diese obrige, diese faserige Schicht einfach nur abgezogen. Schaut halt, man soll halt nicht so viel vom Material dann wirklich wegtun, dass man da nicht so viel Verlust hat. Aber seht ihr, das kann man da dann einfach so ganz einfach runterschälen. Und hier die Enden. Abhängig davon, was für einen ihr halt bekommt, werden dann auch einfach nur weggeschnitten. Also das, was jetzt trocken und schier ist. Und hier das noch ein bisschen. Die riechen so gut säuerlich. Ich mag diesen Geruch sehr von dem. So, Rhabarber ist wirklich für solche Kuchen perfekt geeignet. So, so verfahre ich mit den anderen auch. Und dann könnt ihr die einfach in beliebige Stücke schneiden. Wenn sie so groß sind, hier so wie bei mir, schneide ich sie mal einmal durch und schneide es in quasi, ja, solche Stücke, damit es nicht zu fein ist, weil sonst verliert sich das. Aber das ist abhängig, wie ihr das wollt. Seht ihr, so in etwa schaue ich, dass die sind, dass man da wirklich noch was von dem hat. Und ja, aber wie gesagt, ihr könnt es bitte schneiden, wie ihr leicht möchtet. Und hier zum Rhabarber gebe ich jetzt auch noch etwas Zucker dazu. So, ja, ein, zwei Esslöffel, abhängig davon, wie
säuerlich er ist, beziehungsweise wie süß ihr das gern haben möchtet. Und vielleicht noch ein bisschen Zimt ist natürlich auch optional. Mir geht da leider jetzt aus, deswegen tue ich auch nicht so viel. Das Ganze werde ich jetzt einfach nur ein bisschen schwenken und dann gebe ich mir die auch einfach nur zur Seite, bis ich sie dann einfach brauche. Wer möchte, kann die auch in einen Sieb reingeben, weil die lassen immer ein bisschen Wasser. Aber ja, finde ich jetzt nicht notwendig, aber kann man natürlich auch machen. Hier habe ich jetzt genau 200 Gramm Dinkel Vollkornmehl. Ihr könnt aber auch helles Weizenmehl nehmen, beziehungsweise helles Dinkelmehl. Aber wenn ihr das nehmt, dann würde ich, also so mache ich es, würde ich 220 Gramm nehmen. Das mache ich einfach nur von mir aus, weil Vollkornmehle einfach mehr Flüssigkeit aufnehmen und ich da immer wieder die Angst habe, dass der Kuchen dann sonst nicht trocken wird. Deswegen reduziere ich das Mehl immer meistens um die 10%. Das heißt, wenn ihr Vollkornmehl nehmt, dann 200 Gramm. Falls ihr helles Weizen- oder Dinkelmehl nehmt, dann würde ich 220 nehmen. Aber wie ihr das dann letztendlich macht, bleibt ganz euch überlassen. Hier gebe ich dann einfach nur noch einen Teelöffel Backpulver dazu und vermische das kurz. Hier habe ich jetzt genau 140 Gramm Sonnenblumenöl. Ihr könnt auch gerne Rapsöl nehmen. Und hier gebe ich jetzt 40 Gramm Milch dazu. Ich mache das einfach gern, dass ich die Flüssigkeiten einfach in einem schon zusammen habe, aber muss man natürlich nicht machen. Und da gebe ich dann auch meine vier Eigelbe dazu. Einen Schuss Vanillearoma, gerne auch Paste oder Zucker. Das Ganze verrühre ich einfach nur ganz kurz und gebe es mir dann zur Seite, bis ich es dann brauche. Hier habe ich jetzt vier mittelgroße Eiweiße. Die sollten idealerweise auf Zimmertemperatur sein. Da gebe ich jetzt eine Prise Salz dazu. Und beginne das Ganze dann einfach nur zu schlagen. Ich kann das jetzt nicht so fest einschalten, weil sonst hört ihr mich nicht, da muss ich dann so schreien. Und dann einfach nur während dem Aufschlagen immer wieder genau 180 Gramm Zucker dazu tun. Sollte euch das zu viel sein, dann reduziert das. Ich habe hier wieder diesen Rohrzucker bzw. braunen Zucker. Ihr könnt aber bitte natürlich auch ganz normalen Kristallzucker nehmen. Wenn das Ganze dann so aussieht, ist dann auch schon genug. So, und jetzt werde ich da meine Flüssigkeiten, was ich hier habe, ein bisschen was dazugeben. Ich gebe das so in zwei, drei Etappen hinein und hebe das Ganze, seht ihr schön, vorsichtig, dass alles luftig bleibt, in ein paar Hüben unter. Das muss auch noch nicht ganz sein. Und gebe dann auch schon einen Teil von der Mehlbackpulvermischung einfach nur durch einen Sieb. Auf jeden Fall, weil sonst habt ihr hier Klumpen, auch wenn nicht alles durch den Sieb geht, weil das einfach gröber ist, würde ich euch da das wirklich empfehlen, das schön hineinzusieben. Und dann schütte ich den Rest einfach nur hinein. Seht ihr? So. Einfach nur in mehreren Etappen, so wie ihr euch sicher seid. Schaut nur, dass ihr so gut wie möglich die Luft drinnen behaltet. Und da dann diese gröberen Teile gebe ich trotzdem hinein, weil sonst wäre da die ganzen guten Schalen, wo die ganzen Vitamine drin sind, dann weg. Und jetzt hebe ich das einfach nur vorsichtig unter. Und dann gebe ich auch immer wieder einfach was von meiner Flüssigkeit dazu und von dem Mehl, bis ich einfach alles gut eingearbeitet habe. Seht ihr? Und so sieht der Teig jetzt bei mir von der Konsistenz her aus. Den Teig gebe ich mir dann gleich einfach in eine mit Backpapier in ein Backpapier ausgelegtes Blech. Das hat bei mir in etwa so 38 mal 26, 28 Zentimeter in etwa. Das ist immer ein bisschen schwierig zum Messen, weil die unten nie gleich sind wie oben, aber so in etwa. Falls ihr ein kleineres oder größeres Blech nehmen solltet, müsst ihr halt einfach nur bedenken, dass euer Kuchen dann entweder flacher bzw. höher wird. Jetzt verstreiche ich das einfach nur schön gleichmäßig. Nun verteile ich gleich überall den Rhabarber drauf.
Und dann auch gleich die Streusel. Meine Lieben, sollten euch das zu viele Streusel sein, dann reduziert einfach die Menge. Ihr seht jetzt eh, wie viel das bei mir ist. Man könnte hier jetzt drüber noch ein paar gehackte beliebige Nüsse drüber geben. Das würde auch ganz gut passen. Das könnt ihr dann machen, wie ihr leicht wollt. So, und nun kommt mein Kuchen in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze. So, meine Lieben, und so sieht mein Kuchen jetzt fertig aus. Der ist bei mir noch lauwarm. So finde ich ihn ehrlich gesagt am allerbesten. Ich habe jetzt nur wegen der Optik ein bisschen noch Staubzucker raufgegeben. Kann man natürlich gern weglassen. Ich würde ihn auch nicht brauchen. Ich mag dieses Säuerliche sehr gern. Bei mir war der Kuchen circa 30 Minuten im Backofen, also plus minus in etwa müsste es bei euch auch dauern. Jeder Backofen backt natürlich anders. Die Mehle sind natürlich auch unterschiedlich. Macht da einfach nur die Zahnstocherprobe und da seht ihr dann, wann euer Kuchen fertig ist. Lasst ihn dann einfach nur ein bisschen abkühlen und dann könnt ihr ihn schon anschneiden und genießen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dieses Rezept hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen da, einen Kommentar. Berichtet mir im Nachhinein, falls ihr nachgebacken habt, wie ihr ihn findet. Und falls ihr mehr von solchen Rezepten wollt, dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.